Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Wir schauen auf ein letztes Update. Orkantief Sabine wird heute kommen, beziehungsweise in der Nacht zum Montag und am Montag auch noch, wird uns in Deutschland beschäftigen und es wird teilweise viel auch übertrieben, maßlos übertrieben in vielen Medienberichten. Es wird davon ausgegangen, bis zu 200 km pro Stunde liest man teilweise 160, 180 km pro Stunde. Das wird auf exponierten Berggipfeln über 1000 Meter durchaus, wie beispielsweise auf dem Brocken, mal auftreten. Es wird ansonsten eine Sturmlage, eine schwere Sturmlage, wie wir sie in Deutschland auch schon öfter erlebt haben. Nicht ganz ungefährlich ist die Sache bezüglich einer Kaltfront und auch nachrückenden Schauern und Gewittern, wo es eben durchaus örtlich Orkanböen bis in tiefe Lagen geben kann und auch geben wird. Es wird heute, und deswegen werden wir die Lage genau verfolgen, wie die Kaltfront ziehen wird, in einem Live-Ticker im Wetterkanal. Den Link dazu findet ihr unter diesem YouTube-Video auch. Da kommt ihr direkt zum Wetterkanal. Da werden wir den Live-Ticker heute starten und dann eben auch die Kaltfront und die Lage genau verfolgen. Im Nowcasting nennt sich das. Das heißt, was aktuell passiert und was in den nächsten Stunden passieren wird, werden wir auch die ganze Nacht über berichten. Wir blicken jetzt noch mal kurz auf die Lage, und zwar eben die Kaltfront ist besonders ausschlaggebend. Da liegt der Fokus definitiv darauf, dass mit der Kaltfront eben diese Orkanböen auftreten können. Von Orkantief Sabine, die wird uns eben ab dem späten Sonntagabend überqueren, bis Montagmittag etwa dann auch die Alpen überqueren. Wir schauen uns das mal an, den Ablauf der Kaltfront hier in ein paar Karten. Ich habe die jeweils eingezeichnet. Die wird den Nordwesten erreichen, dann schon am späteren Sonntagabend, wird weiterziehen bis Montag dann auch, wie gesagt, die Alpen erreichen. Und mit dieser Kaltfront, wir sehen auch, das ist das simulierte Regenradargebiet, was hinterlegt ist. Da sehen wir auch, dass nachfolgend noch Schauer und Gewitter hinter der Kaltfront kommen. Das heißt, eine deutliche Beruhigung gibt es mal vorübergehend hinter der Kaltfront. Dann aber örtlich in Schauern und Gewittern nochmal, teilweise Windgeschwindigkeiten auch über 100 km pro Stunde, die örtlich in diesen Schauern und Gewittern rückseitig der Kaltfront auch durchaus nochmal auftreten können. Das war der Ablauf der Kaltfront. Wir schauen uns jetzt den Ablauf der Windgeschwindigkeiten an, und die werden meistens liegen. Das sind jetzt jeweils sechsstündige Karten, die ich hier zeige. Da sehen wir ganz gut, wie der Schwerpunkt sich eben, die Uhrzeit seht ihr übrigens auch unten, verlagern wird eben vom Nordwesten ab Sonntagabend, Höhepunkt eben ab dem Abend, weiter bis in den Montag dann nach Süddeutschland. Wir sehen aber auch dann in den letzten Karten auch noch, dass eben nochmal nachrückende Schauer und Gewitter durchaus von Westen her nochmal eben eine Windverstärkung bringen können. Also ganz beruhigend wird sich das nicht. Es wird auch am Montag besonders in Schauern und Gewittern sehr stürmisch bleiben, mit Potenzial für schwere Sturmböen, teilweise bis nochmal 100 km pro Stunde. Wir schauen uns die Gesamtbilanz an. Das sind die 24-stündigen Spitzenwindböen bis Montag um 14 Uhr. Und was sehen wir dort? Dass eben so der Großraum, vom Großraum Hamburg bis rüber nach Berlin, eher weniger Wind berechnet wird. Hier besteht nur kurz die Gefahr mal mit der Kaltfront, dass hier eben auch mal Windgeschwindigkeiten über 100 auftreten, aber es wird tendenziell von den Wettermodellen dort nach Osten, Nordosten grob gesagt, weniger Wind berechnet. Der Schwerpunkt liegt wahrscheinlich eben grob vom Nordwesten rüber über die große Landesmitte bis nach Süddeutschland, dass dort eben die höchsten Windgeschwindigkeiten auftreten. Wo liegen die Windgeschwindigkeiten? Wir schauen uns das nochmal bilanzierend sozusagen an. Die liegen meistens zwischen 90 und 100 km pro Stunde. Das werden viele erleben. Und das ist eben kein Orkan, aber mit der Kaltfront sind durchaus Orkanböen möglich. Das größte Potenzial auch Montag früh in Süddeutschland, also örtlich eben auch mal über 120 km pro Stunde. Und da bewegen wir uns natürlich in einem gefährlichen Bereich, der dann eben auch größere Schäden anrichten kann. Ihr könnt diese Windböenkarten auch verfolgen. Den Link stelle ich euch nochmal hier oben rein. Der ist in der Infokarte verlinkt. Da könnt ihr nochmal die stündlichen Karten durchgehen. Ansonsten verfolgt unseren Live-Ticker. Kommt gut durch den Sturm. Bis bald hier und ciao.